Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche und zwar in Liebe. Heute nun wollen wir wieder eine neue Engelkarte ziehen mit einer neuen Botschaft. Dazu unsere Engelkarten. Ich mische sie wieder. Ich hoffe, heute ist nicht so eine Turbulenz drin wie beim letzten Mal. Okay, heute ist hier also ein bisschen Ruhe in den Karten. Gut, dann kann ich sie also ausfächern. Ich fächer sie aus. So, wunderbar. Und mal schauen. Diese hier, die soll es sein, okay? Diese nehmen wir weg. So, mal schauen, was wir haben. Naja. Das ist auch interessant. Ich sagte ja, es ist irgendwie ein bisschen Ruhe drin gewesen in den Karten. Wir wollen mal schauen, so, was ich jetzt hier habe. Und zwar, wir haben gezogen die Karte Engel der Selbsterfüllung. Die Affirmation zu diesem Engel ist: Ich respektiere mein Leben und nehme es wahr, indem ich meine Wünsche erfülle. In der Stille nehme ich Kontakt zu meiner Seele auf und spreche mit ihr. So zeigt sie mir, welche Bedeutung für mich die Selbsterfüllung hat, die ich durch Zwiesprache mit meiner Seele erfahren werde. Dazu lasse ich mich vom Zauber des Engels der Selbsterfüllung berühren und leiten. Der Engel der Selbsterfüllung sagt dir: Du bist eine liebe und wundersame Seele. Gehe liebevoll mit ihr um. Du musst dich bewusst für die Selbsterfüllung entscheiden. Dazu gebe ich dir meine Antwort. Realisiere deine Wünsche. Liebe dich selbst und stehe zu dir. Atme mehrmals durch deine Aura ein und wieder aus. Verbinde dich mit deiner Seele und mit mir. Dann wirst du fühlen, du bist es wert, deine Selbsterfüllung zu leben. Entspanne dich und atme tief in deinen Bauch ein und aus. Dann wirst du spüren, wie eine starke und positive Energie in dich hineinfließt. Hier ist die Botschaft vom Engel der Selbsterfüllung. Habe Mut und stehe zu deiner Selbsterfüllung. Sei dir aber über deine tatsächlichen großen Wünschen im Klaren. Ich helfe dir, deine Wünsche zu erfüllen, indem du deine Aura jetzt und sofort von meiner Energie umhüllt wirst. Das ist dein Weg zur Selbsterfüllung. Mein Rat ist, um deine Selbsterfüllung zuzulassen und zu leben, musst du deine Begeisterungsfähigkeit nutzen. Aus tiefstem Herzen musst du dich daran erinnern, was du dir wünschst. Nur geradlinige, ehrliche Wünsche werden erhört. Bis zum nächsten Sonntag wünsche ich euch eine erfüllte Woche. Dann werden wir nächsten Sonntag wieder eine Engelkarte ziehen. Aus tiefstem Herzen wünsche ich euch eine gute Zeit, eure Dirja.